Wer sind wir? André und Nils, 24 und 25, aus dem schönen Ruhrgebiet, wie man ja wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Wir stehen gerade in Duisburg, kommen ursprünglich aus Mülheim an der Ruhr. Genau. Und ja, hier unser Beitrag. Ja, hi, ich bin Lukas und ich bin 22 Jahre alt, komme aus Nierstein, das ist in der Nähe von Mainz, besser bekannt als die Riesling City am Rhein. Hallo, ich bin Stefan, bin 33. Ja, zur ersten Frage, wer bin ich? Mein Name ist Markus, ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Süden von Brandenburg und wohne seit 8 Jahren in Berlin. Momentan bin ich noch im Studium, aber das hat sich dann so im Herbst diesen Jahres, spätestens im Spätherbst, auch erledigt. Ja, das zu mir. Wir sind Gero. Ja, ich bin, also das ist zu Frage 1, ne? Nur fürs Protokoll. Ich bin 30, komme aus dem schönen Remscheid. Es liegt zwischen Wuppertal und Solingen, wem das was sagt. Ansonsten zwischen Köln und Düsseldorf in NRW. Bin Erzieher von Beruf. Sonst gibt es zu meiner Person so viel gar nicht zu sagen, glaube ich. Also was hier relevant wäre. Ich war knapp ein Jahr lang Admin in der Dampfen für Anfänger Facebook-Gruppe. Daher mag mich vielleicht der ein oder andere kennen. Wie bin ich zum Dampfen gekommen? 2 Anläufe gebraucht. Erster Versuch, Selbstprojekt quasi. In den ersten Laden, der in Mülheim eröffnet hat, rein. Starter-Set gekauft. War damals so eine Joytech Ego T. Hat nicht so gut funktioniert, weil Technik war einfach noch nicht so weit. Ja, beim zweiten Mal Kumpel irgendwie getroffen, der dann eine coole Box schon am Start gehabt hatte. Ja, da dann irgendwie begeistert gewesen. 2 Tage später einen Offliner gefahren, selber ein eigenes Setup geholt, ja, seitdem dabei. Wie bin ich zum Dampfen gekommen? Bei mir waren es sogar 3 Versuche. Beim ersten Mal, wie bei ihm, ähnlich in den Laden gerannt, einfach was geholt, eine Red Kiwi. Der Verkäufer, der konnte mir auch nicht viel dazu sagen, dementsprechend auch schnell wieder in der Ecke geschmissen. Der 2. Versuch, circa 2-3 Jahre her, mit einer E-Grip von Joytech. 60 Watt hat Spaß gemacht, aber ich war dann doch noch mehr den Kippen verfallen. Ja, und der letzte Versuch war dann letztes Jahr im Juni, habe ich den begonnen. Und wie sollte es kommen? Er auf dem Festivalgelände mit seiner Dampfe rumgelaufen, habe ich mir gedacht, boah, geil, ich brauche eigentlich auch mal wieder eine. Ja, und dann hat 2-3 Tage gedauert, dann war ich auch schon im Offliner und habe mir meine VTC Mini mit dem Tornado Nano geholt. Und der HWV hat mich direkt infiziert. Ich bin aufs Dampfen gekommen. Ich habe jahrelang geraucht. Ich glaube, 4, 5 Jahre habe ich geraucht. Und in der Schule wollte ich einem Mädchen imponieren und wollte ihr zeigen, dass ich aufgehört habe zu rauchen und angefangen habe mit dem Dampfen. Ja, und so wie es halt kommen muss, ist das frühere Mädchen ist meine Freundin. Und die hat mich jetzt seither auch sehr gut darunter unterstützt, dass ich hier dabei bleibe beim Dampfen. Darüber bin ich auch sehr, sehr glücklich. Und hierbei, wenn das möglich wäre, würde ich dir auch gerne einen Shoutout senden. Die Freundin heißt Katja. Katja, danke, dass du mich dabei so unterstützt hast. Und dass du diese Spielereien von mir auch immer so freudig mitmachst. Ich habe vor Ewigkeiten mal mit der Bianzi Ego angefangen. Das war aber Kappes. Da bin ich bei den Zigaretten geblieben. Mein Freundeskreis, da waren auch viele Raucher bei. Und das hat sich alles noch nicht gelohnt. Bis dann eines Tages, ein guter Freund von mir, mir mal seinen E-Stick 100 mit dem Kleito in der Hand gedrückt hat. Und das war dann schon was anderes. Ne? Das hat auch nicht lange gedauert. Dann bin ich zum Offliner gegangen und habe mir meine eigene Pico mit einem Melo 3 geholt. Und von da an war fast Schluss mit dem Rauchen. So. Ging noch ein paar Tage so weiter, dass ich auch geraucht habe, aber dann wurde das Rauchen mal weniger und jetzt bin ich komplett reiner Dampfer. Zum Dampfen gekommen. Ja, zum Dampfen gekommen bin ich so im Frühjahr, ja, April, Mai, also schon fast im Sommer 2016. Und zwar war ich mit dem Verein zu einer Meisterschaft und habe da einen befreundeten Spieler getroffen, der mir das ganze Wochenende seine Dampfe ja vors Gesicht gehalten hat, ich damals noch überzeugter Raucher. Ja, und es hat mich irgendwie interessiert. Ich musste das
ja, das ganze Wochenende riechen, mit ansehen, das, ja, es war irgendwie spannend. Ich habe dann auch schon ein paar Fragen gestellt. Ich habe nicht dran gezogen, hatte noch ein bisschen Respekt davor. Und als wir dann wieder zu Hause waren, ging aber sofort die Suche los, es ging die Recherche los. Es ging auch auf YouTube los und ja, nur wenige Wochen später war dann die VTC Mini und der Kuh ist im Haus und so kam ich zum Dampfen. Also, ja, vor, lass das mal 5 Jahre gewesen sein, hat ein Kumpel von mir so ein Dampfer, ist ein Eigenname gehabt. Das waren so Cigar-Likes mit austauschbaren Kartuschen, die man per USB laden konnte. Ja, war, hat mich schon, also es hat mich gebockt, es hat mich total interessiert auch. Aber ich war damals Azubi und als Erzieher verdient man sowieso so gut wie nichts, also erst recht in der Ausbildung. Und ja, ich habe dann auch gerechnet und gerechnet und gerechnet. Und da ich selber gedreht habe, hat sich das für mich einfach preislich nicht gelohnt. Ne? Wenn ich jetzt Verbrauch gegen das, was ich für Tabak ausgebe, vergleiche, ich hätte mehr fürs Dampfen ausgegeben. Mache ich heute auch. Ich gebe auch deutlich mehr fürs Dampfen aus, als ich fürs Rauchen ausgegeben hätte. Aber das war mir da damals war es halt, waren es halt andere Dimensionen für mich. Viel, viel andere Dimensionen. Ja, und dann 2014 im Sommer hatte eine Bekannte von mir nochmal so ein Ding. Ja, von einem namhaften deutschen Shop. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen. Halt so ein eingebrandete iKiss-Verdampfer mit Standard-Ego-Akkus. So, habe ich da nochmal ein paar Mal probiert und fand es halt immer noch spannend, inzwischen aber finanziell ein bisschen unabhängiger. Also habe ich gesagt, komm, ich habe bald Geburtstag, schenk mir das Teil. Also sonst so ein Starter-Set dann, ne? Gut. Ja, gesagt, getan. Ende August habe ich das Ganze dann in Angriff genommen, habe den September über gleichzeitig geraucht und gedampft. Ja, dann war so irgendwann der Punkt, also ich arbeite im 24-Stunden-Betrieb, also Heimerziehung. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, ja, heute nimmst du mal keinen Tabak mit zum Dienst, sondern du nimmst einfach nur deine Dampfe. Schaust du mal, ob das was bringt. War auch in der Zeit schon relativ aktiv in der Facebook-Gruppe Dampfen für Anfänger. Hab mir da viele Tipps geholt und alles. Ja, und dann, ich sag unglaublich viel, oder? Ja, doch, ziemlich. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich halt den einen Dienst ohne geschafft. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt hat es Klick gemacht, es funktioniert. Du verkaufst jetzt sofort, in diesem Moment, alles, was du noch an Rauchutensilien hast. Also, ne, genug Freunde von mir rauchen, auch bis heute noch. Und ja, dann habe ich halt einen gefunden, habe ihm gesagt, pass auf, ich habe hier noch so eine 300 Gramm Dose Tabakfilter, ein Zippo, Benzin, Blättchen, was weiß ich nicht noch was. All würde ich dir für einen Appel und ein Ei verkaufen, weil ich will es loswerden. Ich will mir das selber beweisen, dass ich es kann. Ja, gesagt, getan. Hat wunderbar funktioniert. Und ja, seitdem, klar, zwischenzeitlich meine Zigarette angefasst, auch mal nochmal geraucht, nicht viel, aber zwischendurch immer mal wieder irgendwie. Das ist weniger geworden, viel, 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 viel weniger. Ich mache das einfach nur noch so aus Nostalgie. Ne? Also ich finde es jetzt auch nicht super eklig. Ich finde es auch nicht super eklig, wenn irgendwer anders raucht. Einzige, was ich immer noch eklig finde, ist, wenn man bei einem Raucher zu Hause war und danach die Klamotten stinken. Das ist mir vorher einfach so nie aufgefallen. Lieblingssetup besteht bei mir aktuell aus dem Votofo Conqueror und einer RX 200 Box. Box wahlweise auch änderbar, geht mir eigentlich viel mehr um den Verdampfer, den ich cool finde. So an Liquids ist es die Voodoo Clouds Reihe, Just Jam, selbst gemischt, stehe ich zurzeit voll auf das Epic und auf Muffin Woman von Twisted. Meine momentane Lieblingskombi ist die Noisy Cricket 225, obendrauf der ziemlich gängige OBS Engine. Liquids, Lolly Vape Co., Screwage liebe ich, Just Jam on Toast liebe ich, Voodoo Clouds Reihe kann ich auch fast jedes von dampfen. Wenn ich selbst mische, das Epic von German Liquids oder auch Rattester. Meine absoluten Lieblings-Setups mittlerweile sind die Box von Harsiger, die Inbox,
mit dem dazugehörigen Tröffler als Bonkbox. Probiere ich gerade aus, gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann, wie ich finde, meine Box immer wieder für unterwegs, wo ich jetzt auch den Yellow Line drin habe, genau. Die Pico mit dem Engine Mini bin ich auch mittlerweile immer mehr zufrieden. Ich gehe damit nur noch aus dem Haus. Wenn ich aus dem Haus gehe, dann nehme ich die Box mit und siehst ja, es dampft. So, als drittes Setup, die iPower mit dem alten Conqueror, bin ich immer noch vollkommen überzeugt von dem. Fühle ich mich top wohl mit dem Ding. Geiles Teil. Und als gemütliches Dampfergerät für zu Hause den Typhoon GT2 auf der Siegelei 213. Auch sehr gemütlich, zwischen 15 und 20 Watt betreibe ich das Gerät. Mein Lieblingssetup. Das zum einen hier der Battlestar mit dem D2 oben drauf. Astreine Sache. Schmeckt gut, macht Spaß zu bauen. Tipptopp. Des Weiteren habe ich hier noch meinen kleinen Mr. Owl auf einem kleinen Relot. Auch das Ding funktioniert. Kleine 40 Watt. Lecker. Ja, coole Frage. Lieblings-Setup. Sich auf eins zu beschränken ist ein bisschen schwer. Ich hoffe, ich kann ja auch mal kurz zwei in die Kamera halten. Zum einen habe ich da so, ja, ich würde mal behaupten, mein tägliches Unterwegs-Setup. Und zwar ist das die EWEG VTC Mini, die ich gerade eben schon erwähnt habe, meine erste Box. Ich habe die immer noch. Die sieht in der Kamera auch täuschend gut aus, aber eigentlich ist die total abgerockt. Und dort oben drauf sitzt der Serpent Mini von Motofu. Ja, dieses Set habe ich, weil es klein und handlich ist, weil es unterwegs in meine Tasche passt und niemanden stört, mich selber auch nicht stört. Es macht nicht die Riesenwolken. Ich habe es auf 0,8 Ohm gewickelt, dampf hier mit 25, 30 Watt und komme damit über den Tag und bin damit echt sehr zufrieden als Unterwegs-Setup. Als zweites habe ich noch ein Setup, was ich immer wieder zur Hand nehme, wenn ich meine Liquids teste. Freunde und ich haben die Vape Wonderbox und wenn wir uns dann treffen, so meistens ja so 14., 15. des Monats und natürlich dann die Liquids testen wollen, braucht man natürlich auch ein Setup. Überhaupt keine Überraschung, überhaupt nicht spektakulär. Tesla Invader 3 mit einem überhaupt nicht farblich passenden Troll V1 obendrauf. Ja, Troll V1, warum braucht man den heute noch? Ich habe mir da mal so eine Stovetop-Coil drauf gebaut mit einem 08er Kanthaldraht. Ja, und das ist natürlich zum Liquids-Testen echt immer eine feine Sache. Die Tesla-Box ist sowieso klasse. Ja, und der alte Troll, das ist ein teurer Weggefährte und der wird mich auch noch eine ganze Woche, also eine ganze Weile begleiten. Ja, wenn ich mal ja, kein Vape-Wunder-Liquid zum Tröpfeln habe, dann schmeiße ich auch gerne mal mein Lieblings-Liquid rein. Das ist das Slove von Pure Evil, ist ein süßer Bärenmix. Slove heißt übersetzt aus dem Englischen auch Faulheit, also das passt quasi doppelt gut. Und im Tank für unterwegs, den ich gerade eben gezeigt habe, ja, habe ich eigentlich so ein Eigengemisch drin. Und zwar habe ich versucht, mein vorheriges Lieblingsliquid, das Monkey Music von Omega Vape, zu klonen. Das ist so eine Art, ja, süßes Bananenbrot. Und ja, das ist mir eigentlich schon relativ gut gelungen. Ich bin schon relativ nah dran. Und das ist dann so quasi mein All-Day, was immer in den Serpent Mini wandert. Ja. Das zu meinen Lieblings-Setups. Lieblings-Setup ist super, super, super schwer. Ich kann es also so zeitweise Favoriten nennen. Na, also am Anfang ganz klar ISDIQ 20 mit Lemo 1. Top, super top. Hat mich lange begleitet. Ich hoffe, die Waschmaschine im Hintergrund ist nicht zu laut. Ansonsten, ja, ist halt Pech. Ja, also das erste Setup, was ich wirklich, wirklich geliebt habe, war Nemesis Mechmod mit einem Hellboy RDA-Klon. War so mein Einstieg ins mechanische Dampfen, das habe ich auch relativ schnell wieder sein gelassen. Aber so in der Zeit, in der ich es genutzt habe, top, absolut top. Finde ich super, glaube ich, würde ich so in der Kombi nochmal machen, vielleicht irgendwann. Aber momentan bin ich mit den Sachen, die ich jetzt habe, glücklich. Komme ich gleich zu. Dann zweites absolutes super Setup, die EWEG VTC Mini, die erste. Und der
Cthulhu RTAV2 von Cthulhu Mods. Super Tank, dicke Wolken, wenn gewollt. Super, super, super geiler Geschmack. Also schmeckt echt 1A. Single Coil Deck, Dual Coil Deck, alles dabei. Dann natürlich muss ich ihn erwähnen, der erste Subtank. Also, nee, Quatsch, ich hatte als erstes den Subtank Mini, nicht den großen. Aber gut, der Mini war sowieso besser, wenn man die RBA aufgebohrt hat, was kann natürlich ja irgendwann selber dann auch gemerkt hat, dass das Sinn macht. Und dann die Mini RBA V2 rausgebracht hat. Das hatten wir dann schon vorher, indem wir das aufgefräst haben. Super Teil, hat mich auch lange, lange begleitet. Irgendwann auch bevor der Top-Tank rauskam, dieses Top-Fill-Kit von Fastech irgendwie bestellt und da dann, jetzt mache ich doch Werbung, ja, sei es drum. Das dann da draufgepackt, Bombe. Für damalige Verhältnisse, also für, auch für meine damaligen Ansprüche. Dann habe ich sehr, sehr lange geliebt, den Tornado Nano. Allerdings hat der halt das Problem, dass die Topcap nur einen Millimeter breit ist und du kriegst den einfach nicht vernünftig auf, ohne Handschuhe oder Zange oder sonst irgendwas. War mir zu doof. So, und deswegen inzwischen meine aktuellen Setups ist einmal eine K-Box 200. Einmal, ich mache die ganze Zeit irgendwas mit meinen Händen und man sieht es nicht. Naja, eine K-Box 200, einfach weil sie funktioniert, mit einem Troll V2 25mm drauf. Ich finde den Troll V2, ich habe mir den geholt, einfach um da mal ein bisschen fettere Wicklungen drauf zu packen, um es auszuprobieren. Alles. Der Troll V2 ist kein Geschmackstöpfler, das wissen wir alle, wie auch bei dem vielen Platz, aber er ist gut. So, ne, der Roman selber lobt den Troll V2 ständig und ja, in der 25mm Variante ist er halt für ein bisschen mehr Spaß gedacht. Finde ich auch gut. Und dann momentan, eigentlich wäre er auf einer Alien, aber die Alien ist mir leider, die fällt auseinander. Ist Montagsproduktion oder sonst irgendwas. Ja, scheiße gelaufen, habe ich mir eine RX-2-3 geholt. So, oder zwei Drittel, keine Ahnung. Mit dem, da ist die Kamera, Tornado Hero. Super cooles Ding. Was hat sich durchs Dampfen verändert? Kurze Variante, eine ganze Menge. Lange Variante, in allererster Hinsicht auf jeden Fall die gesundheitlichen Faktoren. Man schmeckt wieder mehr, man kriegt besser Luft. Das zum einen. Zum anderen aber auch viele coole Leute seitdem getroffen. Mit manchen Leuten wieder näher zusammengerückt. Ja, halt eigentlich durchweg positiv. Was hat sich für mich verändert durchs Dampfen? Ich kann dem, was Nils gesagt hat, nicht viel hinzufügen. Der gesundheitliche Aspekt ist für uns natürlich alle das Wichtigste. Man riecht besser, man schmeckt besser und die Leute, die man kennengelernt hat, wir sind gleich wieder auf dem Weg zum Stammtisch bei uns in Mülheim. Wir wussten gar nicht, dass es so viele Dampfer in Mülheim gibt. Darüber freuen wir uns total. Und Roman, wenn du mal Lust hast, zum Dampfertreffen zu kommen, wir würden uns freuen. Komm gerne vorbei. Es hat sich eine ganze Menge verändert eigentlich. Für mich persönlich hat sich natürlich auf der Seite der Gesundheit einiges getan. Ich habe eigentlich ziemlich jung angefangen mit dem Rauchen, leider. Ich habe dann so, naja, so 11, 12 Jahre geraucht. War dann doch schon eine Zeit, wo man langsam so die ersten Effekte spürt. Ja, gerade auch im Sport oder ja, und dann einfach eine Belastung, die der Körper nicht kennt. Dann hat man gemerkt, okay, du warst früher deutlich agiler, du warst deutlich fitter. Das Dampfen hat, ich würde mal sagen, das meiste davon zurückgeholt. Ja, die restlichen Prozente liegen dann wieder an der Faulheit. Aber wie gesagt, die Gesundheit ist ein ganz wichtiger Punkt zum Thema, was hat sich bei mir durchs Dampfen verändert. Das zweite ist so dieser YouTube-Community-Gedanke. Ich hatte eigentlich vor dem Dampfen an YouTube und an so an Community-Sachen, an Foren überhaupt kein Interesse. Aber heute schätze ich diesen Informationsaustausch, den man hier über YouTube, über die Community, auch über Foren und Blogs hat, sehr. Ist einfach eine coole Sache, um sich auszutauschen. Man bekommt viele Informationen. Ja, und das ist auch so eine Veränderung, ja, die in mein Leben gekommen ist durchs Dampfen, die ich, würde ich heute mal sagen, auch gar nicht mehr so zwingend müssen möchte. Ich habe Geld gespart. Nein, auf gar keinen Fall. Meine Geschmacksnerven sind ein bisschen besser geworden. Doch, das durchaus. Also ich bin deutlich empfindlicher, was scharfe Sachen und so angeht. Viel, viel empfindlicher. Und was sich aber ganz klar verändert hat, ist die Community. Man hat ganz, ganz viele Leute, mit denen man was, also mit denen man ein Gesprächsthema hat. Ne? Über einer Bushaltestelle fragst du den anderen nicht immer, was rauchst du da? Aber man fragt immer, was dampfst du da? Ne? Was dampfst du für ein Liquid?
was dumpst du für ein Setup? So, das hat sich für mich verändert, ne? Dieser Community-Aspekt. Und ich finde ihn super. Ich finde es richtig gut. Abschließende Worte. Wir freuen uns über jedes deiner Videos. Deine Vlogs bereichern unsere Sonntage. Und freuen uns dann jetzt hiermit auch offiziell ein Teil der Community zu sein. Ja, abschließende Worte. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht ganz zum Clown gemacht. Ich wollte dich damit unterstützen, Dampflein. Und ich hoffe, dass du so weitermachst. Bleib am Ball. Ich freue mich auf jedes neue Video von dir. Bis bald. Ciao. Abschließende Worte. Was soll ich da sagen? Erstmal an Roman direkt. Mach weiter. Macht Spaß, deine Videos anzugucken. Viel hat mir geholfen. Ich glaube, dein erstes Video, was ich von dir richtig gesehen habe, war die H-Piff. Ja, gut, ich habe sie mir trotzdem gekauft, aber schlecht ist das Ding jetzt nur auch nicht. Ne? So, in diesem Sinne, weitermachen ist angesagt. Tschüss. Abschließende Worte. Ja, wie gesagt, ich finde das hier richtig cool. Mir hat die Wir-Sind-Reihe ja auch schon gefallen, als es nur, oder in Anführungszeichen nur, um die Leute ging, die direkt in Kontakt zum Dampflein-Kanal stehen. Aber ich finde das, was hier passieren kann oder was hier passieren wird, je nachdem, was Roman daraus macht, auch sehr super, weil es für mich klasse ist zu sehen, ja, wer ist die Community? Mit welchen Leuten tauscht man Kommentare aus? Mit welchen Leuten tauscht man hier eigentlich die Erfahrungen aus? Ne? Und das bringt halt, sag mal, die Abonnentengemeinde nochmal ein ganzes Stück näher zusammen. Und ich glaube, es war der Adde, der in seinem Wir sind Adde-Video sagte, Dampfen verbindet. Und ja, ich habe gerade erzählt, wie Dampfen offline verbinden kann. Wie gesagt, die Story bei mir aus der Heimat. Aber wie Dampfen online verbinden kann, das sehen wir hier in der Community. Und daher ist es halt cool, dass der Roman gesagt hat, okay, ich versuche mal ein paar von meinen Abonnenten zu locken, vor die Kamera zu ziehen, hier mal einzufangen, Meinungen einzufangen, Stories einzufangen. Und das finde ich cool. Und ja, das sind meine abschließenden Worte. Macht's gut. Ciao. Abschließende Worte. Ja, Anfänger, Umsteiger, Zuschauer, wie auch immer, oder Leute, die gerne ihr Wissen weiterleiten, aber noch nicht wissen wie. Facebook, Dampfen für Anfänger. Geht rein, ohne Witz. Ich kenne viele der Admins persönlich. Supergruppe, absolute Supergruppe. Ist klar, es gibt Spinner, die hier und da sagen müssen, oh, mein Setup ist das Allerheiligste und ihr müsst das nehmen. Und das ist vollkommener Bullshit. Jedem so, wie er es mag. So. Ich empfehle jedem, guckt euch auf Facebook oder in Foren um. Wie gesagt, auf Facebook kann ich die Gruppe halt echt empfehlen, weil wenn man die ganzen Schwachkopf-Antworten rausnimmt und entschuldigt, wer sich jetzt irgendwer beleidigt fühlen sollte, ist mir das vollkommen Schnurz, denn viele der Antwortenden sind Idioten. So, Punkt. Aber es gibt vernünftige Antworten. So, und auf die sollte man sich verlassen und sich nicht ständig auf den Schlips getreten fühlen. Das ist sowieso ein gesellschaftliches Problem, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Filtert euch die Antworten raus, die euch was bringen. So, und die Antworten helfen. 90% von dem, was ich weiß über das Dampfen, weiß ich aus dieser Gruppe. Die anderen 10% wahrscheinlich von YouTube. Oder vielleicht sind es auch 80, 20 oder 75, 25, irgendwie sowas in der Kante. Auf jeden Fall super, super viel in der Gruppe gelernt, gerade in der Anfangszeit. Ja, geht da rein. Und lasst euch im Offline-Shop beraten. Und testet. Testet, was das Zeug ist. Testet von Freunden. Testet im Laden. Nicht jeder Verdampfer ist für jeden geeignet. Speziell bei Anfängern und Umsteigern nicht. Und das gibt immer wieder Schwachköpfe, die dann sagen, ja, das Ding ist super geil für Anfänger. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Es gibt wenige, wirklich wenige Fertigkäuferdampfer und kaum einer wird direkt mit dem Wickeln anfangen. Wenige Fertigkäuferdampfer, die wirklich für Backe und für Lunge geeignet sind. Also das Allround-Gerät gibt es meiner Meinung nach nicht. Es ist immer eine Typfrage und nicht jeder Backenverdampfer ist für jeden geeignet, nicht jeder Lungenverdampfer ist für jeden geeignet. Testet's aus. Probiert's. Wir alle zahlen Lehrgeld beim Dampfen. Definitiv, bis man weiß, was man haben will und worauf man steht. Das dauert. So, es ist aber bei jeder anderen Sache auch. So. Und macht euch keinen Stress. Das ist das Allerwichtigste. Macht euch keinen Stress. Und wenn zwischendrin raucht, dann raucht er zwischendrin. Mein Gott, jede nicht gerauchte Kippe ist ein Gewinn. Nicht jede gerauchte Kippe ein Verlust. Entspannt euch. Entspannt euch. So, das war's von mir.
Cheerio. Tschö.